Team. Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist der Marcel. Das ist der Christian. Das ist der Chef. Wer fehlt jetzt noch? Christian ist da. Wer fehlt noch? Alex, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob die kommen. Also ich meine, dass Alex und die anderen kommen. Guck mal. Hallo Christian! Hallo! Dann wollen wir mal los. Auf die Strecke. Richtig, Marcel? Jo. Hallo! Kevin. Guten Tag. Wir haben die ersten Probleme. Ihr seht, Motorhaube ist oben. Ach, hast du gut festgemacht, ja? Nice. Perfekt. Ja, ihr seht, die Schrauben, ja, gerade, ich hoffe, dass man das erkennen kann, ist eine Stelle vom Dings abgegangen. Vom Dingens? Das ist nicht zu fest machen! Nach zu fest kommt los! Nicht zu fest machen, weil sonst, wenn die kaputt ist, dann haben wir keine neue. Ich wollte es nur sagen. Er weiß. Aber das kann sein, dass wir keine Leistung hatten deswegen. Das war wirklich, als wenn der null Leistung hatte. Die erste Runde ging super, da dachte ich mir so, perfekt, geil, ne? Und dann war auf einmal... Okay, ist das wieder fest? Wieder fest. Okay, dann versuchen wir neu. Ist nicht abreißfest. So, wie ich heute schon gesagt habe. Ja. Ja. Das Reifen weiter drauf haben? Ja, doch, die sind eigentlich... Bis jetzt war super. Okay, hört sich jetzt doch besser an. Ja, der läuft doch jetzt besser. Gerade eben... Okay. Ja, wenn die Zulauf nicht stimmt. Ja, nächste Runde testen. Okay, Abfahrt. Viel Spaß. Danke. Ich würde sagen, ja, ne? Was für Unterschiede? Ja, ne? Verloren. Aber geht mit dem meisten Einsatz. Ich wollte versuchen. Mal vorne drüber. Boah, das geht so viel besser! Ja, du hast es ja auch immer unnötig schwer gemacht. Oh, fuck. Das war knapp. Hat er gelacht, hast du gesehen? Thank you.
geht das gut. Hier drin wird aber warm. Ich sag's doch. Sag doch mal, ne? Einen wunderschönen, liebe Community, willkommen zu diesem Video hier. Ja, ihr habt jetzt ungefähr 6 Minuten vom Video geguckt. Ich würde euch jetzt bitten, das Video zu pausieren und in die Kommentare zu schreiben, was ihr denkt von meinem Progress über die letzten 3-4 Events. Meiner Meinung nach ist, ich habe so viel noch zu lernen. Zum Beispiel seht ihr des Öfteren, dass meine rechte Hand oft am Schaltknauf, Hebel, whatever, ne? Schaltdings ist. Ne? Ich nenne es Schaltdings. Jetzt zum Beispiel schon wieder, da krieg ich schon wieder zu viel, ne? Wenn ich das sehe. So die Finger da wegnehmen, an das Lenkrad, fertig. Ne? Ja, was mir sehr positiv gefällt, ist der Sitz. Der Sitz ist so gut. Ich sitze perfekt da drin. Ich bewege mich kaum. Da muss noch ein bisschen mehr von meiner Seite kommen, also ein bisschen abspecken und so, ne? Damit ich da 100% reinpasse. Aber zum Beispiel hier einmal die Kurve, die ich sehr, sehr selten quasi versuche auch, weil ich erstmal so Routine reinbekommen will, damit ich halt weiß, was macht das Auto, was macht das, wenn ich das mache, was macht das, wenn ich das mache. Für den einen oder anderen klingt das total banal, weil der weiß ganz genau, wenn ich da nach links lenke, dann fällt das auch noch links. Das ist richtig. Beim Driften ist das ein bisschen was anderes und dieses Auto ist wirklich extrem schwer zu driften. Und ich behaupte das jetzt einfach mal, weil ich ja schon noch bei anderen mitgefahren bin und halt auch gesehen habe, beziehungsweise auch einfach mal ein bisschen, ne, die Leute dazu quasi befragt habe halt, ne, was man da machen kann und so weiter. Ich habe ja auch sehr große Reifen am Anfang gefahren. Ich weiß, dass es sehr materialkillend fürs Auto ist, weil er das einfach nicht so gut schafft. Ihr seht, hier funktioniert das tatsächlich ziemlich gut. Der Wagen rutscht eigentlich immer da, wo er rutschen soll. Klar, hier fällt er ein bisschen runter, also diese Kurve schafft der Wagen nicht immer. Da fehlt halt so einen ganz kleinen Ticken an Leistung. Ich bin da schon dran. Gegebenenfalls, vielleicht mit der Abstimmung des Steuergeräts können wir da noch ein bisschen was rausholen, aber einen Saugermotor Leistung zu generieren, ist halt sehr, sehr schwierig. Das geht bei den Motoren tatsächlich. Aber ist nicht so einfach und vor allem nicht so viel. Also da sind vielleicht, wenn es überhaupt 10 PS drin oder sowas, wenn überhaupt. Ich glaube, so viel ist das eh nicht. Aber gucken wir mal, was die Zeit bringt. Ich bin super zufrieden mit der Leistung aktuell. Bis auf halt das mit der Hand, da kriege ich echt schon wieder zu viel, wenn ich jetzt schon wieder sehe. Das habe ich halt die ganze Zeit gemacht. Ich habe es halt immer wieder im Kopf gehabt und wollte immer wieder zurück. Und ja, naja, egal. Wir werden bezüglich Motorleistung und so weiter, müssen wir sowieso mal gucken, ob wir da irgendwie was hinkriegen. Ansonsten, ja, viel Spaß beim weiteren Video. Ich werde immer zwischendurch noch ein bisschen was erzählen. Ihr werdet nicht die ganze Zeit die Szenen sehen, wie wir rumfahren und so weiter, sondern mehr hinterher irgendwelche, ich sag jetzt mal, interessanten Szenen oder wo es knapp geworden ist, wo es lustig war oder was auch immer. Ne? Und freut euch, ganz am Ende, mein Bruder ist gefahren. Mein Bruder hat es auch versucht, ich habe ihn ein bisschen angeschrien, wird lustig. Boah, das ist geil, wie das funktioniert, ne? Boah, das ist so geheim. Ich muss aber auf jeden Fall einmal kurz Red Bull kriegen. Meine Brille anziehen. Dann geht's weiter, oder? Wow! So, Christian, let's go! Auf Nimmerwiedersehen. Ciao, Kakao! Kurze Unterbrechung, habe ich den Christian dabei. Und es geht weiter.
Leichter Dirt Drop. Chef ist wieder dabei. Die zweite Runde. Am Anfang war noch zu wenig Luftdruck. Und die haben die Sprinkler ausgemacht. Ich glaube, die Strecke war ein bisschen zu trocken. Eigentlich okay, aber es ist ganz knapp an. Neue Reifen sind halt echt eine andere Hausnummer. Ne? Alte Reifen gingen immer sehr gut. So, Ladies, ich fahre das allererste Mal alleine jetzt. Ich habe noch nicht einmal bin ich alleine gefahren. Aber gut, muss ja auch mal gemacht werden. Vor allen Dingen haben die Jungs gesagt, ich soll das mal testen, ob das vielleicht besser ist. Na, gucken wir mal. Und ein wunderschöner Dreher, ne? Ja. Das sind 195er, die da jetzt da drauf sind. Die sind von einem der letzten Events. Da, meine ich, war noch so ein bisschen was drauf. Das sind aber 17 Zöller, keine 16 Zöller. Und wir sind so langsam out of Reifen gegangen. Deswegen haben wir gedacht, komm, machen wir die drauf. Ich bin alleine erst im Auto, habe ich am Anfang gesagt. Und wollte mal so ein bisschen testen, wie und was die Reifen funktionieren. Bis auf, dass meine Hand schon wieder am Schaltknopf die ganze Zeit ist, kriege ich schon wieder zu viel gerade die ganze Zeit.
geht es unerwartet gut alleine. Und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben oder der eine oder andere, der von euch touristet. Aber 80 Kilo war der leichteste von uns, der mit dabei gewesen ist. Meint ihr, das macht so viel Unterschied, dass der Beifahrer mir so viel, dass das so viel schwerer macht? Glaubt ihr das? Das glaube ich nicht. Da bin ich ziemlich sicher, dass das nicht so der Fall ist. Aber es ging unerwartet gut. Und ja, das Problem ist, also achtet mal auf die Drehzahl jetzt gerade hier. Das geht so langsam die ganze Zeit, also so, als wenn das so ein bisschen float. Da habe ich nicht mehr gerechnet, dass das funktioniert in der Kurve. Pff, ist halt, ne, passiert. Aber trotzdem so, es klappt unerwartet gut. So, also nicht gut, sind vor sonst auch, aber leicht von der Hand. So nenne ich es einfach mal. Und der Wagen kommt auch relativ schnell, ne, also braucht nicht viel Drehzahl, dass er ausbricht oder so, ne. Also sehr einfach auch hier, dass er dann noch ein bisschen nachgependelt hat. Ist schwierig zu erklären, beziehungsweise für mich, weil guck mal hier, jetzt gehe ich ganz leicht um die Kurve rum und er dreht sich einfach schön mit. Ich kann einfach schön dagegen auch hier wieder die Hand am scheiß Schaltknopf. Kriege ich wieder zu viel, wenn ich das sehe. Halte ich mich da fest oder was? Warum mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Aber das war jetzt schon wieder hier so, als wenn der Wagen nicht mehr schneller werden würde, was ja nicht schlimm ist. Ist okay. Zweiter Gang Vollgas ist vollkommen in Ordnung. Aber guck mal, wie leicht er sich jetzt hier gerade drehen lässt. Und ich kann das ein bisschen kontrollieren so. Ich kann... Mit ganz wenig Gas kann ich das kontrollieren. Und das ist wunderschön gerade. Übrigens ist neben mir gerade einer ganz, ganz, ganz nah gefahren. Ich habe es nur im Spiegel ganz leicht gesehen. Ich habe leider von außen, glaube ich, in dem Moment keinen gehabt, der filmt. Aber naja, sagt ihr, was ihr davon meint. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das Alleinefahren komisch gut war, aber nicht, dass der Beifahrer daran schuld ist, dass es gut war. Wenn ihr wisst, was ich meine. Sicher. Aber die haben sich direkt auf den Weg gemacht hier rüber. Was ist los? Ich glaube, der ist platt. Ist der platt? Der Reifen ist geplatzt. Das ist die Schwure, das merkst du nicht während der Fahrt, ne? Was? Du merkst das nicht während. Warte mal, pff, gemacht. Ja, genau. Ja, ach so, der ist so von der Felge gerutscht. Ich glaube, ne? Auch, dass er nur runtergerutscht ist. Ja, okay. Soll ich hier, dann müssen wir. Ich weiß nicht. Sollen wir die anderen versuchen oder nicht? Ja, nee, andere versuchen, ja. Ist schon. Ja, sollen wir die versuchen? Die 17-Zöller ja. Oder was? Ja, fahr drauf. Kommt besser jetzt gar nicht mehr. Ja. Die sind aber uralt. Ja, die vor mir weiß ich nicht, wie die fahren.
Vielleicht ein bisschen Abstand halten. Kevin, it's your turn, ne? Ja, ich habe mit den Veranstaltern gesprochen, Gruß geht raus. Wir dürfen den Kevin mal fahren lassen. Am letzten Mal ist ja Björn hier mit dem Wolfgang gefahren, ne? Das habe ich leider nicht gefilmt, weil es halt wirklich am Schütten war, sein Vater, zu dem Zeitpunkt. Und jetzt haben wir puren Sonnenschein, Leute. Puren Sonnenschein. Ja, nur für dich. Ja, genau. Guck mal, die Sonne geht auf. Ja, ich fahre mit. Ich würde eigentlich nicht gerne mitfahren aufgrund von Gewicht, aber Cam möchte, dass ich mitfahre. Du möchtest, dass ich mitfahre, ja? Ein erfahrener muss mit. Okay. Ja, ich bin nicht erfahren. Oh. Ich bin Anfänger, steht hinten auf dem Auto. Stimmt. Er ist aber doch schlimmer als Fahranfänger. Das geht, oder? Was? Das ist gut, wenn man einen fetten Sitz verbaut, weil da kann jeder andere auch mitfahren, ne? So. Okay, dann gebe ich jetzt mal die Kamera an einen von euch beiden gleich. Und dann gucken wir mal, dass Kevin da ein bisschen Gas gibt. Mein Bruder fährt zum ersten Mal. Bin mal gespannt. Ich dachte gerade schon, was will der? Wenn die zwei ist darauf, ist das okay? Ja, das reicht, ja klar. Ja, okay. Klar. Danke! Ja, bitte! Ja, lass es. So, zweiter Gang. So. Jetzt langsamer werden. Einlenken, Vollgas. Das war zu wenig. Viel mehr. Jetzt war zu langsam. Schneller werden. So. Du musst erst Kupplung treten, den wirklich hochdrehen lassen. Und dann fletschen. Genau. Halt beide Hände. Genau. Voll durchtreten. Guck mal. Nochmal. Das machst du falsch. Viel zu langsam. Was war jetzt mal? Was? Mach nochmal. Ich gehe, glaube ich, zu langsam von der Kupplung. Ja, du musst richtig runterspringen. Ja. Ich habe uns gerettet. Genau. Was? Nicht rüber, einfach nur nach hinten. Ja, ja. So, und nochmal. Durchtreten, Kupplung, Vollgas und runter. Ja, genau. Ja, jawohl! Genau, schön gerettet. Sehr geil. So, jetzt hast du langsam Gefühl. So. Das war wieder zu langsam. Was? Immer vorne rüber. Ja, du lenkst ein und dann gibst du Gas. Du musst das vorher machen. Ja, okay. Als erst durch. Genau. So, und jetzt. Genau. Hä? Genau.
stehen bleiben. Ja, ja. Ja, ich gehe zu viel runter. Ja, 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 mach einfach. Du schaffst das schon. Jetzt durchtreten. Und so, genau, genau. Ja, ja, ja. Nicht loslassen. Ja, keiner hat gesagt, vom Gas gehen. Das riecht da Kupplung. Ja, ein bisschen. Du musst wirklich aggressiv runtergehen. Ja, ja. Was war das denn schon wieder? Gas geben, ein bisschen Begrenzer. Ein bisschen Begrenzer. Entschuldigung, wenn ich aggressiv bin, aber das... Schon wieder zu lahm runtergegangen. Ja, ja, ja. Genau. Ja, 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 genau, 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 genau. Okay. Wirklich aggressiv sein. Ja, ja, ja. Mach dir keine Sorgen draus. Genau. Ja. Ja, Mann. Ja, ja. Eine Runde noch. Komm. Komm nochmal. Ja. Halt, Gas, 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 Gas. Genau. Genau. Ja, 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 ja. Oh. Ah, Glück gehabt. Wir gehen, Bender. Ja, eine Runde, komm, bitte. Komm. Nicht sagen, warten, weiterfahren. Wir gehen, Bender. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Egal, 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 nochmal. Ich nicht. Komm, zweiter Gang, zweiter Gang. Genau, und weiter, und rum. Und Vollgas. Nochmal. Ja. Ja, ruhig. Mach raus. Das ist schwieriger als du denkst, ne? Ja, wobei der eine war jetzt gut. Das Problem ist das Einleiten. Ich gehe noch zu langsam von der Kupplung. Ich sag aggressiv, du. Ja, ich weiß, du willst immer nur ein bisschen. Nein, du musst voll runter. Ja. Ja, damit hast du deine erste Erfahrung gemacht. Ja, war schön. Wir haben nur eine Runde gesagt, ne? Sonst hätte ich alles cool. Tut mir leid, wenn ich so aggressiv dann schreie, aber wenn. Ich höre mich selber kaum und deswegen schreie ich auch. Ich weiß, alles cool. Das ist schwieriger als du denkst, ne? Das Problem ist, den zu halten geht noch so halb. Das Einleiten ist bei mir das Problem. Ja gut, aber das ist aber auch wirklich nicht einfach mit dem Auto. Ich denke, wenn man das fünfmal macht, dann geht das auch. Ja, aber hast du auch eigentlich ganz gut gemacht. Der eine war super. Ja, der war. Ich habe echt gedacht, dein Ding ist weg, ne? Ich auch. damit habe ich auch nicht mehr gerechnet, weil ich stand voll auf dem Gas. Ja, aber der Gegenpendler, dann musst du runter. Du musst in dem Moment, wenn der anfängt, sich gerade, musst du runter. Ja, genau, genau. Und da bin ich nochmal ein Stück drauf geblieben und dann, genau. Ich glaube, zu sehr getippelt. Richtig, richtig. Das war ein bisschen dumm, aber okay. Es war schön. Ja, es ich habe dich sehr angeschrien. Schlecht. Ich habe dich sehr angeschrien. Marc hat mich sehr angeschrien. War gut. Und ich bin zu zimperlig mit dem Auto. War zu schlimm. Was? Also, dass ich angeschrien habe? Ja. Ich hab meine Gefühle verletzt. Ja. Ab in Therapie. Ab in Therapie. Ab in Therapie. Ja. Wie sah es von außen aus für euch beide? Schlecht. Nicht schlecht halt. Habt ihr was gesagt, wo ihr gefilmt habt? Bestimmt, ne? Nö. Gar nichts, ihr habt einfach stillschweigend gefilmt. Die ganze Zeit so. Wir sind sehr gespräch im Typ. Dann von außen, die eine Kurve war gut. Aber was das Schöne ist, je mehr Leute mit dem Auto fahren, desto mehr Leute wissen, dass es nicht fucking einfach ist. Nee, das ist halt echt so ein bisschen... Du musst aggressiv sein. Ja, du musst ein bisschen aggressiver sein und du musst üben. Wenn andere Leute, die hier rumstehen, zu uns kommen und schreien, Kupplung. Ja, weil alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Kevin. Einmal probieren. Das Problem ist, dass man wirklich nicht diesen... Die letzten zwei, drei Mal. Genau, du hast, ja, klar, ne, da war. Dass ich da aggressiver war. Ja, und da war auch einmal dabei, wo fast das Auto weg war. Ne? Ja. Da habe ich gedacht, da ist das du, da. Die Kurve so schön war und du dann abgehauen bist. Genau, weil dann ist er nämlich stehen geblieben. Er hat gemacht, was wir gesagt haben. Das Problem ist, wenn der dann in die andere Reihe rutscht, dann kurz davor muss er vom Gas gehen, damit er gerade bleibt, der Wagen. Ja, er ist aber drauf geblieben und hat dann halt... Nicht ganz drauf. Ja, aber es hat schon gereicht, hat gereicht. Ja. Du warst auf einmal weg. Aber ja. Auf jeden Fall ist er in die andere Richtung gefahren. War das ein bisschen Schreck so? Ja, war ein Schreck. Da dachte ich so, oh, scheiße. Aber ich habe auch sofort gesagt, weil er dann so da stand, ich so, komm, weiter, nichts, komm, eine Runde noch. Ja, ja. Ich hab direkt, dass er da einfach nicht daran denkt, dass das passiert ist.
War auch okay. Also natürlich im Nachhinein ist einem das voll unangenehm. Ach, das war null schlimm, ganz ehrlich. Du bist doch nie gedriftet, Junge. Jetzt schon. Ja, würdest du sagen, genauso gut wie Björn, ja, ne? Ich würde sagen, gleich gut, ne? Das ist gewundert, sagt Björn. Ja, wollte ich gerade sagen. Gib mir fünfmal, dann geht er. Ja, nächstes Mal bist du zweiter Fahrer, habe ich gehört. Nein. Beim nächsten Event, Christian, darfst du am Ende nochmal eine Runde drehen, ja? Kläre ich auch mit denen. Ah, war das schön. Hat es euch gefallen? Ja? War das ein positiver Tag? Ja, von den Reifen her. Also, die Reifen sind auf jeden Fall... Ja. Zeig mal, der geknallt hat. Welcher war das? Der da, ne? Der oder der? Der, zeig mal den Leuten. Da hat hier ist das Lösch. Genau, das war das, wo ich gesagt habe, es hat pff gemacht im Auto. Das war total lustig. Also, das war mega geil. Ja, jetzt heißt es zusammenpacken und ab nach Hause, würde ich sagen, oder? Jetzt vorbei. Das war meine. Ja? Also, falls Lisa das hier sieht, Camper und Drifter. Oh. Nein, Spaß. Oh, zurück in der Halle. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich habe ein paar Informationen, mit denen wir arbeiten können fürs nächste Event. Und was wir im Auto noch ändern werden. Aber ich sag euch, das, was wir gemacht haben in der Zwischenzeit, war super. Es hat mega funktioniert und ich bin super zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Für die, die es gucken, für die, die es nicht gucken, ich kann es voll und ganz verstehen, dass ihr keine Lust auf den Content habt. Also wenn ihr nicht so ein bisschen im Drift-Fieber mit seid, also die Leute, die das jetzt nicht gucken, werden es ja eh nicht sehen. Aber trotzdem zur Erklärung, falls mal einer reinguckt. Aber ich finde gut, was der Motor und was das Auto so bieten kann, womit man arbeiten kann und vor allen Dingen, wie weit man das Ganze treiben kann. Und ich bin sehr zufrieden. Wirklich, wirklich sehr, 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 sehr zufrieden. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Teil von unserem Drifty Mifty wiedersehen. Wenn wir wieder was reparieren müssen oder halt, ja, keine Ahnung, nur wieder kaputt fahren. Ne? Aber es ist tatsächlich nichts kaputt gegangen. Alles, was ihr gesehen habt, es ist ohne Beschädigung. Ja gut, die Lippe ist kaputt vorne. Oh mein Gott. Aber gut, es gibt Schlimmeres.